Du isst denn nur. Wie sollte ich denn ohne meinen Orden vor die Gesellschaft treten? Ich habe ihn doch nur als Lesezeichen an sittiggrünem Band und golden glänzend, nicht zu übersehen. Ohne meinen Orden bin ich quasi sozusagen, also deutsch gesprochen, nackt, entblößt und kann mich doch vor anderen nicht als fröhlich, gütig, nützlich und erträglich zeigen. Dabei soll ich Ihnen doch ein Vorbild sein. Das weiße Weizenbrot den Menschen trefflich nähret. Nichts Besseres in ihm sich zu seiner Nahrung kehret. Ich bin unbillig nicht der Nährende genannt, da man zur Nahrung nicht so besser an der Hand. Wie nun der Leib, so auch der Geist will sein genähret. Mit Tugend schön, verbessert und vermehret, dass er flink bringt in uns hervor die Ehrefrucht. Die Tugend schafft allein in Ehrbarkeit und Frucht. So habe ich es mir selbst ins Stammbuch doch hineingeschrieben. Und der Weg hat mir den Leib dazu gemalt. Ja, so kann ich das nicht sagen. Das wäre missverständlich. Der Leib des Brotes, nicht der Leib des Fleisches. Und doch, der Leib nähret den Leib. Als ob man wie die Wilden seine Brüder und Feinde fressen würde. Und doch, wie soll ich die Worte unterscheiden? Leib mit A und Leib mit E, aber alles immer doch mit L-I-B. Ich werde mir den Fall notieren und den Palmenordnern als harte Nuss zum Knacken vorlegen. Der Palmenbaum. Der trägt die indianische Nüsse, bringt manche schöne Frucht voll Anmut, Schmack und Süße. Weil alles, was dran ist, zu Nutz wird angewandt, hat sich die Gesellschaft auch fruchtbringend genannt. Dass man in deutscher Sprache mit Nutzen Frucht soll bringen, sich drinnen üben, stets in allen ehrbaren Dingen, ergötzlich, lustig sei, gesellig auch dabei, dass Frucht und Nutzen schafft in Tugend allerlei. Indianische Nuss. Alles zu Nutzen, Ludwig, alles zu Nutzen. So haben wir es uns in Weimar ja geschworen. Der Schmackhafte, der Mehlreiche und die anderen. Und ich habe dieses Motto in mein kleines, liebes Köthen herübergenommen. So wie es der Teutenleber der Kaspar vorgeschlagen hatte, dass wir die Akademie, nein, besser die Gesellschaft, am Grabe meiner lieben Schwester gegründet haben, mochte man der gebotenen Trauer vielleicht nicht angemessen finden. Aber ich war zu der Beisetzung ja ohnehin viel zu spät erschienen. Und so konnte dieses Versäumnis doch noch etwas Nützliches. Alles zu nutzen, Ludwig. Alles zu nutzen. Schwestern sterben, Brüder erben. Weiterleben, geben, streben, üben. Und meine halben und ganzen Brüder haben sich unserer Gesellschaft ja auch noch angeschlossen. Dorothea wäre gewiss stolz darauf, dass sie mit ihrem Tode diesen Bund ins Leben rufen konnte. Und dass es dafür bereits allerhöchste Zeit war, das konnten wir damals noch nicht ahnen. Wie hat die Jahre danach der gute Gryphius, der Unsterbliche, bedichtet? Wir sind doch nunmehr ganz, je mehr denn ganz verheeret, der frechen Völkerschar,
die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kataun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehrt. Dieser elende Krieg, Jahrzehnte hat er uns gekostet, und Menschen und Vermögen. Wie soll man in solch schlimmen Zeiten Sprache wässern, wenn in deutschen Landen schwedischer und böhmischer Zungenschlag geläufig werden? Von den Befehlen und Flüchen ganz zu schweigen. Das ist doch nicht der rechte Ton! Immerhin ist es mir gelungen, die Feinde im Schatten unserer Palme zu vereinen. Den Ochsenstürmer, Gustav Adolfs Kanzler, und den Piccolomini, Wallensteins Leibgardisten. Dazu Krieger aus Schottland, Kurland, Wallonen und Holländer. Eine wilde Jagd, die sich auf dem Felde die Schädel eingeschlagen hätte und sich nun über fremde Sprache die Köpfe zerbrach. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon 6 Jahr, als unser Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Der Schatz der Seelen, das ist das kostbarste Gut. Und wie wird er gehoben? In der Sprache, die jedem Menschen doch als Zeichen seiner Herkunft und seines Standes dienen sollte. Darum habe ich auch dem Radke, dem Wolfgang, Gott habe ihn selig, damals gestattet, auf meinem Grund und Boden Schulen für Knaben und Mädchen zu errichten und eine Druckerei zu begründen, die Lehrbücher für die Jugend liefern sollte. Und wie hat es mir gedankt? In den Turm habe ich ihn werfen müssen, den Ketzer und Betrüger. Dabei hätte er sich lieber den Fruchtbringern statt den Rosenkreuzlern anschließen sollen. Aber das ist ja ohnehin der Makel all unserer Mühen. Es sind zu viele Parteien im Spiel. Wie auch in den Worten und Wörtern. In Nürnberg sitzt der Hassdörfer mit seinem pyrenäischen Blumenorden. Der Zesen in Hamburg mit seiner deutschgesinnten Genossenschaft. Und meine Kräfte sind zu schwach, dieser Zersplitterung zu wehren. Wenn wir uns nicht hüten, verkämpfen wir uns auf dem Felde der Sprache wie die Krieger in der Schlacht. Dabei hat sich der Justus Georg Schottel doch selbst vornehm latinisiert und hat den Hintersinn gar nicht bemerkt, als ich ihm das Schwindelkraut als Emblem zugewiesen habe. Und auch der Zesen, dieser ehrgeizige Pfarrersohn aus Piorau, hat sich brav für das abführende Ruhrkraut in seinem Wappen bedankt. Wenn wir so weiter wachsen, gehen uns vielleicht bald die Pflanzen aus, aber niemals die Worte. Der Zesen sorgt ja eifrig dafür, dass sich dieser Seelenschatz mehret und Zinsen abwirft. Anschrift statt Adresse, Tagebuch statt Journal, Augenblick statt Moment und Abstand statt Distanz. Aber Meuchelpuffer statt Pistole, Verschießung statt Perspektive, Wortgepräge statt Kompliment. Man kann es mit der Verdeutschung doch wohl auch übertreiben. Da ist das Erhabene nicht mehr weit vom Lächerlichen entfernt. Wo ist mein Orden? Ich kann den Bewerber doch nicht warten lassen. Dabei will ich ihm doch auch noch ein paar erquickliche Verse aus meiner Anleitung zur deutschen Reinkunst rezitieren, vorsagen. Wer eines guten Reims, Weise, Art und Maß,
Hans will wissen in unserer deutschen Sprach, aufs Erste sei beflissen, zu schreiben drinnen klar, leicht ungezwungen rein, an fremde Sprache sich und Worte ja nicht binden. Und für den Fall erfolgen will, gelinde, bis er der Seinen sich befindt, ein Meister sein. Nicht schlecht für einen Fürsten. Aber alles nichts ohne meine Gesellschaft, fände ich. Der wird Würde ja zum Konjunktiv, zur Möglichkeitsform Würde. Ich muss es finden, das goldglänzende Medaillon an sittiggrünem Band. Vielleicht habe ich es ja in der Bibliothek. Nein, besser in der Bücherei. Immer wieder fallen mir fremde Worte in die Worte. Deutsche Sprache. Wo ist es nur hin? Das Medaillon an sittiggrünem Band. Christiana Benedicta, Christian Dorothea, Johann August Abraham. Lauter 16. und 32. gefülltes Köpfchen mit zwei oder drei Balken. Wie gewonnen, so zerronnen, kaum gesungen, schon verklungen. So war das nicht gedacht, nicht wahr? Mein lieber Herr Kantor, wir hätten Sie lieben wollen, Ihrem Wachsen zu halten und ganzen Menschen zusehen, so wie es uns bei den anderen Kindern vergönnt war. Immerhin, eine Sextole haben wir dem Herrgott abbitten dürfen. Drei Söhne und drei Töchter hat er uns gelassen. Doch dann hat er dich von uns zu sich genommen. Wenn unser Leben doch nur geradlinig verlaufen würde, wie auf diesem Notenblatt. Man sieht den Anfang und das Ende. Dazwischen liegt klar bemessen und mit Musik und Schweigen erfüllte Zeit. Freude und Schmerz, Stolz und Demut steckt in den kleinen schwarzen Zeichen. Sehnsucht und Andacht und Glück. All das konntest du mit deiner Kunst beschwören, doch deine eigene Dauer und meine Trauer hast du nicht gesehen? Johann Sebastian, am Ende geblendet vom grauen Star und zu Tode gestochen von einem englischen Scharlatan. Unvollendet deine letzte Fuge, aber vollendet dein Leben. Die ewige Fermate, die endlose Corona, Generalpause bis zum jüngsten Tag. Und nun schreibe ich deine Hinterlassenschaft ins Reine, um sie einem anderen zu treuen Händen zu geben.
und höre dich dabei im Geiste am Klavier. Damit hast du mich von Anfang an bezaubert, vor langen Jahren damals in Köthen. Eine Singerjungfer bin ich gewesen, Anna Magdalena Wilke, Tochter eines sachsen-weißen-pfälzischen Hof- und Feldtrompeters. Nun Sopranistin im Dienste des Fürsten Leopold. Wie hätte ich denn dem Werben des Kapellmeisters widerstehen sollen, selbst wenn er mir 4 Kinder als Mitgift in die Ehe brachte? Ach, Johann, mein lieber Herr Kantor, immerhin sind Sie mir in meiner Obhut so gut geraten wie meine eigenen, allen voran der Wilhelm Friedemann und der Karl Philipp Emanuel. Der Letztere dankt es mir noch immer. Mein Anteil am Geschäft lindert immerhin ein wenig die Not, in die ich gekommen bin. Wie sollte ich denn mit meinem Drittel von deinem Erbe auf Dauer auskommen? 77 Reichstaler und 6 Groschen? Dazu ein paar Leuchter und Becher und Kannen für Tee und Kaffee? Dass sie deinen unmündigen Kindern Fremde zum Vormund bestimmt haben, ist nicht die kleinste Kränkung. Wenn wenigstens die Noten einträglicher wären. Aber auch von deiner Kunst der Fuge kann man nicht leben. Ganze 40 Taler hat mir der Rat der Stadt für das Exemplar überlassen, das ich ihm angeboten habe. Dabei ist es eigentlich nicht mit Gold aufzuwiegen, wie der alte Matheson uns unlängst öffentlich bescheinigt hat. Johann Sebastian Bachs sogenannter Kunst der Fuge. Von 70 ein praktisches und prächtiges Werk im Folio wird alle französische und belgische Erstaunen sitzen. Will ich sagen, spielen können. Wie wäre es denn, wenn jeder Aus- und Einländer an diese Seltenheit seinen Louis d'Or wagte? Deutschland ist Deutschland und bleibt doch ganz gewiss das wahre Auge und Fugenland. So hat er es aus Hamburg in die Welt geschrieben und doch haben sich kaum 30 Kunden für dein Werk erwerben können. Du warst eben schon immer deiner Zeit voraus und hast mich in meiner Zeit zurückgelassen. Was bleibt mir nun anderes, als deine Noten zu kopieren und mein Gärtlein zu bestellen, an dem ich mich bescheiden freue? Wie an deinen Büchlein, die du mir gewidmet hast. Sie sind schon alt, erinnern mich an meine Jugend und sind nach all den Jahren ganz vergilbt. Aber ich weiß die Stücke ja ohnehin auswendig, die französischen Suiten und Menuette, die Tänze und Choräle. Bis heute aber ist mir ihre Mischung ein Rätsel. Da wird das Weltliche mit dem Geistlichen verschwistert, die irdische Liebe mit der himmlischen, und dann hast du Arien hineingeschrieben, die ich mit meiner Stimme nimmer mehr, wobei davon ist ohnehin nicht mehr viel übrig. Die Kinder und die Jahre haben mir mein kostbarstes Gut geraubt. Nur noch ein Schatten des einstigen Strahlens. Da geht es uns Menschen doch wie den Noten. Je länger wir leben, umso mehr von unseren Fähnchen verwehen im Wind. Und wenn man alt ist, fehlt am Ende auch der schlanke Hals und der Kopf ist leer. Nun, vielleicht hinkt dieser Vergleich ein wenig, aber ich weiß mir keinen besseren. Du hast es nicht so weit gebracht wie der Telemann, der einst die Thomaskantorei ausschlug, um an der Alster die Oper und die Kirchen zugleich zu leiten. Oder der Händel, der an der Themse seine Triumphe feiert. Dir hat die Pleiße genügt. Und deine Familie, die deinen Ruhm freilich bis nach Berlin und Bückeburg nach Dresden und Halle getragen haben. Wer weiß, was von unseren Kindern
noch kommen wird. In ihnen zeugen wir uns fort. Für sie hat sich unser Leben gelohnt. Und sie sind auch das Beste, was wir unserem Herrgott schenken können. Gläubige Christen und brave Musici, die ihre Kunst zu seinen Ehren üben. Dass auch sie sterblich sind, dass sie wie Klänge im Wind verwehen, schmerzt mich zwar, aber mich tröstet der Gedanke, dass ich wohl vor ihnen gehen darf. Vielleicht zu dir. Gewiss aber zu meinem Herrn. Halt, warte, da fällt mir doch noch eine Vergleichung für unser Leben ein, die du mir in mein Notenbüchlein geschrieben hast. Wollen sehen, ob ich es noch zusammenbekomme. So oft ich meine Tabakspfeife mit gutem Knaster angefüllt zur Lust und Zeitvertreib ergreife, so gibt sie mir ein Trauerbild. Und füge diese Lehre bei, dass ich derselben ähnlich sei. Die Pfeife stammt von Ton und Erde. Auch ich bin gleichfalls draus gemacht. Auch ich muss eins zur Erde werden. Sie fällt und bricht, eh ich's gedacht. Mir oftmals in der Hand entzwei. Mein Schicksal ist auch allein. Die Pfeife pflegt man nicht zu färben, sie bleibt weiß. Also der Schluss, dass ich auch dermaleins im Sterben dem Leibe nach erblassen muss. Nach langem Brauch. Nun, wenn die Pfeife angezündet, so sieht man, wie im Augenblick der Rauch in freier Luft verschwindet, nichts als Asche bleibt zurück. So wird des Menschen Ruhm verzehrt, und dessen Leib im Staub verkehrt. Wie oft geschieht's nicht bei dem Rauchen, dass wenn der Stopfer nicht zur Hand verpflegt, die Finger zu gebrauchen? Da denk ich, wenn ich mich verbrannt, oh, macht die Kohle solche Pein, wie heiß muss erst die Hölle sein? Ich kann bei so gestalten Sachen mir bei dem Toba jederzeit erbauliche Gedanken machen. So schmauch ich voll Zufriedenheit zu Land, zu Wasser und zu Haus, mein Pfeifchen stets in Andacht aus. So, mein kleiner Freund, auf geht's. Aber zuerst zeigen wir dir die Instrumente.
Schere, Zange, Pinzette, Pfeile, alles am rechten Platz. Und dazu Baumwolle, Bandagen, Draht und Zwirn. Ordnung am Arbeitsplatz spart kostbare Zeit, nicht wahr? Aber bevor wir dich porträtieren, müssen wir dich erst einmal präparieren. Dazu wollen wir das überflüssige Fleisch aus dir herausschneiden und dich inwendig mit der guten Arsenikseife auswaschen. Vom Blut müssen wir deine Feder nicht reinigen, weil dich ja kein Schuss getötet hat. Oh, aber da, am Schnabel ist in der Falle ein wenig Lymphe ausgetreten, die wir vorsichtig mit dem Löschpapier abtupfen, bevor wir dann mit dem Schwämmchen deine Federn vom Schmutz reinigen. Nicht wahr? Die künstliche Äuglein noch zurechtgelegt? Ja, hier. Und uns das Verhältnis der Flügel zur Lage der Schwanzfedern gemerkt. Alles schon tausendfach probiert und doch immer wieder mit Risiken behaftet, nicht wahr? Zum Glück stehst du nicht so im Fett wie die großen Wasservögel, die man nur mit sehr viel Mühe und gut einmassiertem Kalk um ihr Gewicht befreien kann. Aber dafür sind deine Knöchelchen so zart, dass sie ganz oft an ungeeigneter Stelle und zur Unzeit brechen können. Je kleiner, desto feiner, nicht wahr? Man darf gewiss nicht zimperlich vorgehen, wenn man Gottes Kreatur zu seinem Lob erhalten will. Und doch muss man mit dem größten Fingerspitzengefühl arbeiten. Die kleinste Kreatur bedarf größter Aufmerksamkeit. Genauso wie du. Wenn es sich nur um einen Parus Major handelt, nicht wahr? Eine Schwarz- oder Spiegelmeise, auch bekannt als Schinkenspeck- oder Teigmeise, Finkenmeise oder Meisenfink, hierzulande vor allem bekannt als Kohlmeise. Der Scheitel, der Hinterkopf und die Kehle mit einem kleinen Strich über die Gurgel hinab schwarz. Die Seiten und die Schläfen weiß, der Oberrücken grün und der ganze Unterleib gelb. Oh, ein prächtiges Exemplar bist du. Im Ganzen prächtiger als das Weibchen, das zudem noch ein wenig schmächtiger ist. Und doch im Jugendkleid kaum voneinander zu unterscheiden. Erst im Alter mausert sich das Männchen zu seiner vollen Schönheit. So wie du, nicht wahr? Dafür durfte deine Gefährtin das Nest bauen und die Eier ausbrüten. Wo habt ihr gelebt? In einem hohlen Stamm? Oder in einem Loch in der Gartenmauer? Was haben deine listigen Augen von der Welt gesehen? Warst du als Zugvogel unterwegs, der sich im Herbst nach einem wärmeren Quartier umsieht? Oder hast du dich als Standvogel bewegt, der im Winter durch die Gärten und die Wälder fliegt, oftmals in guter Gesellschaft von Baumläufern oder Goldhähnchen oder einem Buntspecht? In Schönheit stehst du deinem Begleiter in nichts nach. Und was dir an Größe mangelt, das hast du durch deinen Charakter wieder ausgeglichen. Hier, wie steht es in Vaters Naturkunde? Die Kohlmeise ist ein ungemein unruhiger, immer tätiger, munterer und kecker Vogel. Es ist etwas Seltenes, sie einmal einige Minuten lang still sitzen oder auch nur missmütig zu sehen. Vielmehr immer frohen Mutes, durchhüpft und beklettert sie die Zweige der Bäume, Büsche, Hecken und Zweige ohne Unterlass. Hängt sich bald hier, bald da an den Schaft eines Baumes oder winkt sich in verkehrter Richtung an der Spitze eines dünnen Zweigs. Pussierlich. So sehr sie auch von einer außerordentlichen Neugierde beherrscht wird, geht sie doch dabei nicht etwa sorglos zu Werke. Sie zeigt vielmehr in allen ihren Handlungen einen hohen Grad von Klugheit. So weiß sie nicht nur dem, welcher ihr nachstellt, schlau auszuweichen, sondern auch den Ort, wo ihr einmal eine Unannehmlichkeit begegnete, glücklich zu meiden, ob sie sonst vielleicht gar nicht scheu ist. Nun zumindest an dieser Stelle müsstest du mir jetzt eigentlich widersprechen. Wenn du noch könntest. Naja, vielleicht mit einem alarmierenden... oder einem starren... Na, zumindest bist du mir ja doch in die Falle gegangen, nicht wahr? Vielleicht in einem unbedachten Moment der Gier! Oder aus Übermut? Wenn ich mir das recht bedenke, dann klingen die freundlichen Worte aus dem Buch in deinem Falle eher wie eine Leichenrede. Ein Nekrolog. In stillen Momenten, wenn ich mich über einen Kadaver beugte, habe ich mich das gefragt. Warum wir euch Vögeln unsere eigenen
Eigenschaften zuschreiben, um euch dann auszuweiden und zu zergliedern. Sollte es uns nicht eigentlich schwerer fallen, etwas zu töten, was wir uns zuvor vertraut gemacht haben? Oder schärft nicht vielmehr die tiefere Kenntnis der Natur, unsere Achtung und Demut vor der Schöpfung und weist uns unseren Platz darin zu? Heißt es nicht schon in der Bibel bei Moses? Und der Herr segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Herrscht über die Fische im Wasser und über die Vögel unter dem Himmel und über alles, was da auf der Erde kriecht. Und doch an einer anderen Stelle bei Matthäus heißt es: Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Könnte man doch eigentlich neidisch werden. Ihr lebt von dem, was ihr findet, und wir müssen im Schweiße unseres Angesichts unser tägliches Brot verdienen. Was höre ich da für ein Gesang? Ist es ein Gesang des Erstaunens oder der Erkenntnis? Der philosophische Bauer. Das liegt uns damals im Blut. Uns Daumanns aus Ziebig. Ebenso wie die Lust an der Vogelstellerei. Das hat schon bei dem Großvater angefangen, mit der großen Invasion der Tannen her. Niemals zuvor hatte er diese Vögel auf unseren Feldern gesehen und schon war die Neugierde für die Fremdlinge bei ihm erweckt. Der Vater hat dann Vögel gehalten, die er im Gutshaus frei fliegen ließ und die sich immer im Frühling und im Herbst in einer Ecke des Zimmers versammelten, als wollten sie zur großen Reise aufbrechen. Aber nicht geradezu in den warmen Süden, nein, nein, immer ein wenig östlich oder westlich, um die Alpen zu umfliegen. Hoho. Von Johann Andreas, meinem Vater, habe ich meinen ersten Vornamen und mein Bruder seinen zweiten Vornamen bekommen, was uns gleich die Arbeitsrichtung zuwies. Ich lernte das Präparieren, hatte im Zeichnen so einiges Talent und mein Bruder, mein Leibjäger, der eigentlich beim Herzog in Stellung war, der hat mich immer reichlich mit Beute versorgt. Aber weil nicht alle Vögel über Anhalt fliegen, musste ich mir einiges eintauschen und erbetteln. Euresgleichen war bei anderen Jägern und Sammlern überhaupt nicht von Interesse. Nein, nein, ihr war zu billig, zu gewöhnlich, zu einfach. Und doch sorgt ihr dafür, dass ihr nicht zu viele werdet. Sie zeigt sich aber nicht bloß mutwillig, sondern auch boshaft, beißig, jähzornig, ja sogar mordsüchtig. So gern sie gesellig lebt, so hämisch verfolgt sie den Schwächeren und tötet ihn, wenn sie ihn bezwingen kann, wenn sie zum Beispiel mit solchen eingesperrt ist. Selbst über lahme, kranke und gefangene Kameraden fällt sie mit Wut her, zerhackt ihnen mit kraftvollen Schnabel hieben den Hirnschädel, um das Gehirn, ihren vorzüglichsten Leckerbissen zu verzehren. Was hast du dazu zu sagen? Ja, vielleicht ein verteidigendes oder ein demütiges. Ich teile jedenfalls deine Vorliebe für Vogeljägerinnen nicht. Nichts, was kleiner ist als ein Krammelsvogel, kommt mir auf den Teller. Merke, keine Meise taugt als Speise. Aber vielleicht als Wappentier. Wie dem auch sei. Jedenfalls gefällst du mir mit deinen bunten Gefiedern. Und mir gefällt deine einfache Art und Weise, dein Leben auf kleinstem Raum zu fristen und zufrieden zu sein. So habe ich es ja auch gehalten, als Standvogel gewissermaßen, mit gelegentlichen Ausflügen in die Ferne. Und seitdem unser gütiger Herzog mir meine Sammlung abgekauft hat und mich als Kurator eingesetzt hat, geht es in einigen doch schon viel leichter. Also alltäglich steige ich jetzt die vielen Stufen und Treppen zu meinen Volieren hinauf
wo mich meine Menagerie erwartet. Tausend Federn und Schnäbel und Krallen und Flügel. Hinter Glas sitzen sie da. Kein Schnurren, Zwitschern, Gurren und Klopfen stört die Ruhe. Und in dieser Stille wächst bei mir oft die Sehnsucht, auch fliegen zu können. Und die Angst, dass sie eines Tages alle wieder erwacht. Vom Kolibri bis zum Geier, von der Amsel bis zum Rotkehlchen, hackt ihr dann gegen die Scheiben, so lange, bis sie zerbrechen. Und tausend Vögel erheben sich dann flügelschlagend zur Decke, schieben das Dach beiseite und fliegen in die Freiheit. So wie die Tiere, die Noahs Arche verließen. Und du, mein kleiner Freund, bist mittendrin? Aber dafür müssen wir dich erst einmal präparieren. Auf geht's! Vielleicht hatte der Baumann, dieser Nazi-Poet, ja gar nicht so unrecht. Denn was bleibt, ist das Fallengelassene, das Weggeworfene. Was gefunden werden will, muss verloren gehen. Ohne Vergangenheit ist uns die Zukunft nicht begreiflich. Andauernde Gegenwart aber widert mich an. Deswegen habe ich auch die Musik aufgegeben, diesen falschen Trost für die Trauer über vergehende Zeit. Es hätte eine große Karriere werden können, was mit mir als Kapellmeister in Essen, Schweidnitz, Dortmund, Kiel begann. Aber insgeheim sehnte ich mich da bereits zurück auf die heimischen Felder bei Großtaschleben, wo ich als Knabe meine ersten Funde gemacht hatte. Neidisch hörte ich nun aus fremder Ferne, dass man bei Wahlberger einen ganzen Grabhügel ausgehoben und den Inhalt nach Landau gebracht hat. Wie gern wäre ich in diesem großen Augenblick dabei gewesen. Zwischen Gebeinen zwei Gefäße, die von ihren Entdeckern sofort als Kaffeekanne und Milchtopf erkannt wurden. Als hätte man vor 6000 Jahren den Türkentrank schon gekannt. Ja. Immerhin durften sie nicht den ganzen Hügel abtragen, weil ihm eine Landmarke krönte. Befehl vom Generalstab. Das kaiserliche Heer schützt mit seinem Veto neolithische Gräber. Landveressung geht über Zeitveressung. Notgedrungen mussten sie also von der Seite graben und die schützende Platte zerstören, um die Totenruhe stören zu können. Ich hatte ein paar Jahre später mehr Glück. Ich fand einen nicht mehr intakten Schädel, der zwischen den Füßen lag. Die Knochen des Oberkörpers, besonders die Rippen, waren zerbrochen, offenbar durch Räderung.
mehrfach auf die Röhrenknochen und Extremitäten. Über dem Leichnam war Unrat, Asche und dergleichen angehäuft, darunter auch ein Seidenbüchschen mit braun-violetter Glasur, wie sie für das 15. Jahrhundert charakteristisch ist. Zugegeben, es war ein Zufall, der mich auf diese Lichtstadt stoßen ließ. Ursprünglich war ich einer viel älteren Beisetzung auf der Spur, die ich auf dem Grunde der Anhöhe vermutete. Mir war damals als Kreiskonservator für Vorgeschichte und späterer Vertrauensmann zum Schutze der Bodenaltertümer im Lande Anhalt eine alte Geschichte zu Ohren gekommen, in der die Jäger des Fürsten auf Befehl ihres Herrn nach einem flüchtigen Kaninchen gebuddelt hatten und dabei auf eine Steinplatte gestoßen waren. Und doch über dieser älteren Schicht, die ich zu Recht unter dem Hügel vermutete, hatte sich das Mittelalter abgelagert. Geschichte in Schichten. Die Jüngere liegt über der Älteren, beim Naturgesetz. Wie tief müsste man sich herablassen, um den Ursprung des Lebens und damit seinen Sinn zu finden? Was werden wir den kommenden Generationen aus unserer Zeit hinterlassen? Soldatenhelm in Stalingrad? Die Fundamente der Baracken von Auschwitz? Wir haben unseren Krieg in alle Welt getragen und unsere Opfer in den Rauch aufgehen lassen. Balberge liegt bei Bernburg. Die würdigen Bestattungen der Vorzeit sind nicht weit von den Gaskammern der Euthanasie entfernt. Was werden die Archäologen der kommenden Zeit über jene 1000 Jahre sagen, die nach nur 12 Metern vorbei waren und die sich dennoch grausamer in die Geschichte eingegraben haben als die Jahrtausende zuvor? Aus unserer Arbeit jedenfalls ließ sich das Recht auf den Schlachten nicht herleiten. Auch wenn sich die hohen Herren gern auf die Germanen als übermenschliches Vorbild hielten. Arie! Blond wie Hitler, schlank wie Göring, athletisch wie Goebbels! Vor ein paar Jahren hätte ich für diesen Satz noch das Schicksal dieses Unbekannten hier geteilt. Auch heutzutage kann man sich leicht mit etwas Übermut ins Gefängnis scherzen. Politische Witze? Kurzer Prozess. Da verstehen auch die neuen Herren keinen Spaß. Das Nationale, das haben sie uns gewaltig ausgetrieben. Aber der Sozialismus, der ist geblieben. Und wieder marschieren Kolonnen, deren Hymnen gebrüllt, nur dass das Dach auferstanden aus Ruinen klingt. Vor ein paar Jahren hieß es noch, und liegt vom Kampf in Trümmern die ganze Welt zu Hauf. Das soll uns den Teufel kümmern. Wir bauen sie wieder auf. Natürlich kennt ihr Dächer dieser Funktionär, dieser Dichter. Natürlich kennt er diese Zeilen, aber dass er sie noch mit der Auferstehung verbindet, dass er die Trümmer quasi transzendiert, das ist eine infame blasphemische Denke. Widerlich. Indem ich Leichen exhumiere, um mehr über ihr Leben zu erfahren. Indem sie Zeugnis ablegen, sind sie nicht umsonst gestorben. Und ich habe nicht umsonst gelebt. Manche meiner stummen Bekanntschaften aber hüten ihr Geheimnis weit über den Tod hinaus. Wie die Frau aus Biendorf, die ich zusammen mit einem Kind und zwei Rindern gefunden habe. Alle fein säuberlich skelettiert. Aber in solcher Vereinigung doch eher ungewöhnlich. Sie lag mit dem Gesicht nach unten, die Knochen von schwerer Krankheit scheinbar deformiert. Eine Behinderte, der man kostbare Tiere geopfert hat?
Eine Außenseiterin, die die Hilfe benötigte und dennoch erwachsen werden durfte? Hat die anderen ihr geholfen? War das Kind ihr eigenes? Hat sie zum Tode adoptiert? Fragen über Fragen. Man müsste den Schädel auslesen können, die Gedanken und Erinnerungen aus dem verlorenen Gehirn kratzen und ziehen. Dann wären wir klüger. Solange wir nur die Knochen haben, aber bleiben wir oberflächlich. Wie bei den Scherben, die uns nichts davon erzählen, was sich einst in ihre Wölbung schmiegte. War es Met oder Blut? Sie schmecken nach nichts, ich habe es oft genug probiert. Und dennoch gehörten sie zu Gefäßen, die ihren Inhalt beschützten und zusammenhielten. Wie bei den Schädeln, die genauso zerbrechlich sind. Bei den Griechen hatte das Zerbrochene wenigstens noch heiser. Ich habe in meinen vielen Zigarrenkisten gar nicht genug Bruchstücke, um alle Namen aufzuschreiben, die mir für ein Sterben nicht einfallen würde. Die ganze Welt, die schlimme Zeit, mein einziges Sterbengericht. Da kann ich mich lieber selber heilen und ich werde erzeugen für die Zukunft. Wenn die Toten nicht mit mir reden wollen, dann spreche ich mit mir selber, ich bin mir ohnehin der beste Berater. Bundelgötze, einst Vertrauensmann zum Schutze der hohen Altertümer in meiner Anhalt. Auch so ein Titel, den sich nur die Deutschen ausdenken können. Das Amt bin ich inzwischen los, aber meine Neugierde ist geblieben. Auch wenn sich mein Augenmerk inzwischen mehr nach vorne richtet als nach hinten, das Kommende für mich wichtiger ist als das Gewesene. Man müsste nach dem Morgen graben können, nicht nach dem Gestern. Da wir Menschen aus der Vergangenheit ja ohnehin nichts lernen. Wenn die Menschen sehen würden, welche Konsequenzen ihr Handeln für die Zukunft hat, dann ließen sie sich vielleicht belehren. Selbst der Bullenwürze kann nicht vorhersagen, was sein wird. Was war und was ist, das weiß ich. Genauso diesen kleinen Text von Walter Benjamin, der mir mehr sagt als die Lieder von Baumann und Becher. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als würde er sich von etwas entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat sein Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die Trümmer auf Trümmer unablässig häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken. Das zerschlagene Zusammenfügen, aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass er sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Thank you.
Die gute Tollkirsche. Der frisch ausgepresste Saft der ganzen Pflanze am Beginn ihrer Blüte mit gleichen Teilen Weingeist vermischt. Hm. Ja. Die kleinlichen Seelen, die vor ihrer giftigen Wirkung warnen, müssen eine Menge Kranke ohne die heilsame Wirkung verenden lassen. Und ihre abgedroschene Phrase, dass man gelindere Mittel für die Heilung habe, dient bloß zum Beweis ihrer Unwissenheit. Ja, wie oft werden Patienten von Ihnen mit Aderlässen, Blutegeln, Blasen, Pflastern und Gurgelwassern dem Tode überliefert? Dabei wären sie ohne alle diese Quälereien durch eine einzige kleine Gabe der tollen Kirsche in wenigen Stunden genesen. Und welche wahre Arznei wäre wohl nicht schädlich, gefährlich und giftig in den Händen des Unwissenden? Ja? Ja, gewiss! Eine jede kräftige Medizin ist es, in unrechtem Fall und in unverhältnismäßiger Dosis angewendet. Doch selbst die an sich stärksten und heftigsten Arzneien werden zu den mildesten durch hinreichende Verkleinerung der Gabe. Wenn der Krankheitsfall aus sehr ähnlichen Leiden besteht, die von der Medizin in gesunden Menschen erzeugt werden. Ja? Ja? Oui! Oh, oui! So habt ihr es euch notiert, Samuel, in eurer gestochen scharfen Schrift. Und so habt ihr es in eurer Lehre von den Arzneimitteln in die Welt gegeben. Doch weiter. Potenzieren. Samuel. Des mit Weingeist zu gleichen Teilen gemischten Saftes mit 99 bis 100 Tropfen Weingeist durch zwei abwärts geführte Schläge des Arms geschüttelt, gibt eine 100-fach potenzierte Verdünnung. Hiervon ein Tropfen mit frischem Weingeist auf gleiche Art geschüttelt, nicht gerührt, gibt eine 10.000-fache. Und hiervon wieder ein Tropfen mit 100 Tropfen Weingeist. Na? Ja, 1.000.000. Und so wird in 30 Gläsern die potenzierte Verdünnung bis zur Dezillion gebracht. Oui, oui, chérie. Mit Potenz kanntet ihr euch aus. Und ihr? Oh mon Dieu, Samuel, ich bin tot. Was soll schon passieren? Ja, Samuel, ich traue noch immer. Natürlich war mir klar, dass unser Glück nicht ewig werden würde. Fast 80 Jahre hatte er auf dem Buckel, als ich ihn aus Köthen, diesem Kaff, entführte und nach Paris brachte. Aus der Ballstraße in die Rue de Madame. Vom Schlossgarten zum Jardin du Luxembourg. Eine letzte lange Reise nach einem unsteten Leben. Endlich konnte er zur Ruhe kommen, nachdem sie ihn aus Göttingen und Pyrmont, Braunschweig und Altona, Hettstedt und Dessau, Gotha und Erfurt vertrieben hatten. Und aus Leipzig, wo die eifersüchtigen Apotheker ihm das Recht streitig machten, seine Medikamente selbst herzustellen und freizubieten. Neid. Neid muss man sich erarbeiten. Und darin wart ihr fleißig. Wer seinem Werk das Aude Sapere voranstellt, der fordert seine Gegner ja frontal heraus. Wage es, weise zu sein. Mich damit freilich nicht abgestoßen, sondern angelockt. Ja.
Ziehvater an der Cholera gestorben war und ich von seinen Erfolgen im Kampf gegen diese Seuche gehört hatte. Als ich nach 15 strapaziösen Tagen aus meiner Kutsche stieg, Sherry, in Männerkleider, ihr erinnert euch gewiss, war ich zudem selbst vom schweren Weg geplagt. An einen stürmischen Austritt oder gar an erfrischendes Schwimmen war nicht zu denken. Schon in der Akademie hatte ich keinen Pinsel mehr halten können. Die Pistole zitterte mir beim Schießen vor Schmerzen. Doch wo Allopathie nicht helfen konnte, sollte mir Homöopathie Linderung verschaffen. Nicht contraria contraries, sondern similia similibus currentur. Das Ähnliche mit dem Ähnlichen heilen. Also kam ich als eure Patientin. Und wurde seine Geliebte. Dass man euren Leitspruch also nicht nur auf leibliche, sondern auch auf seelische Verhältnisse anwenden konnte, überrascht ihr euch selbst. Ähnliches mit Ähnlichem. Wie sollten wir da unseren Gefühlen widerstehen? Oh, sonst eh. Hm. Oh, seine Töchter freilich. Die argwöhnisch über Hausstand und Praxis wachten, waren entsetzt. Aber dass ich jünger und hübscher war als sie, konnte man mir ja wirklich nicht zur Last legen. C'est la vie. Und den Vorwurf der Erbschleicherei war ich gewöhnt. Nachdem der ehrenwerte Herr Direktoriumspräsident Louis-Jérôme Boyer mich in seinem Testament adoptiert hatte. Neben seinem Nachlass hatte ich zum Dank auch seinen Namen angenommen. Marie Mélanie Derveilly Boyer. Dass sich daran noch ein deutsches Wort anschließen würde, das ahnte ich da noch nicht. Hahnemann! Allemand. Ich trage den Namen als Adelstitel, den mir viele neigen. Ja. Auch seine Familie, die mir bis heute nicht verziehen hat, dass ich euer Sterbebett hütete wie einen Schrein. Aber nachdem uns nur 8 Jahre geblieben waren, wollte ich jede Sekunde mit euch allein. Schließlich galt mein Schwur, den ich euch am Anfang gegeben hatte, auch am Ende und darüber hinaus. Kein anderer Mann wird je seine profane Hand nach mir ausstrecken. Kein anderer Mund je meinen Mund küssen. Ich schwöre Ihnen ewige Liebe und Treue. Was? Paganini? Boah, dieser blutäugige Schwerenöter mit seinen wirbelschwarzen Ihr habt ihn doch selbst ins Ausgelassen, um ihn von seinen Leiden zu kurieren, die eure ahnungslosen Kollegen ihm zugefügt hatten. Dass er glaubte, auf mir wie auf seiner Teufelsgeige spielen zu können, war nicht meine Schuld. Und damit hat er ja auch eure Behandlung verspielt und jede Hoffnung auf Heilung. Doch letztlich musste sich auch der größte Heiler dem stärksten aller Gegner. Non inutilis vixi, wollte er auf sein Grab schreiben lassen. Ich habe nicht umsonst gelebt. Zunächst brachte ich es nicht übers Herz, ihm die letzte Ruhe zu gönnen. 9 Tage habe ich bei euch gewacht, geweint und gehadert. Und als ich schließlich versuchte, euren letzten Willen zu erfüllen, da haben mich widrige Umstände daran gehindert. Vor Gericht haben sie mich gestellt, weil ich sein Werk angeblich ohne das nötige Patent fortführte. Ha! Ha! Eure Adepten! Hui! Sogar euer eigener Enkel verfolgte mich wie eine Echse, die sie am liebsten auf dem Scheiterhaufen brennen sehen würden. Dabei wurde ich einst wie eine Heilige verehrt. O Santa Melanie! Soyez, soyez béni! Wo miracles sont du, wo calmer la souffrance, wo donner l'espérance, Dieu même est avec vous. Das Leiden lindern und die Hoffnung schenken. Oh, das ließe sich auch von dem Fläschchen hier sagen. Santé.
Samuel mag die Erde eine Scheibe bleiben, aber für uns bedeuten die Globuli die Welt, nicht wahr? Dass die Spötter sie Globuli nennen, weil man an ihre Wirkung glauben muss, ist ebenso kleingeistig wie der Scherz. Ein Fläschchen Urtinktur könne nach unserer Lehre einen ganzen See in Arznei verwandeln. Die Welt und die Zeit sind noch nicht reif dafür. Diejenigen aber, die seine Lehre dankbar annehmen und in ihr die Wahrheit erkennen, sollen von mir mit Globuli gegen ihre Leiden gefüttert werden. Sur votre santé, Madame. Sur votre santé. Sur votre santé. Sur votre santé. Oh, oh, pardonnez-moi. C'est votre santé. Et c'est votre santé. Merci. Ouh, bon appétit. C'est votre santé. C'est votre santé. Et ça pour moi.